Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr an einer Bauknecht WA Star 66 EX, seine Green Intelligence Star Edition Waschmaschine von Bauknecht, das Flusensieb oder das Fusselsieb oder die Fusselfalle, wie ihr es auch nennen wollt, und zusätzlich auch noch ein Stück oder ihr habt die Möglichkeit, ein Stück der Laugenpumpe zu reinigen. Aber das meiste, was dort drin ist, sind dann einfach Ablagerungen, wie zum Beispiel Centstücke, gebrauchte Kondome oder andere Utensilien, die aus den Wäsche beim Waschvorgang herausgedrückt worden sind, in den Kreislauf des Wassers gekommen sind und dann dort aufgefangen werden. Wenn zum Beispiel hier oben bei Service, ne, da, bei Service, ne, bei so einer LED da, die Service-LED aufleuchtet, dann ist es meist der Fall, dass dieses Teil nämlich dann verstopft ist. Und dann könnt ihr da schnell eine Abhilfe schaffen, indem wir uns an den Sockel vorne begeben, unserer Waschmaschine, und diesen Sockel herauslösen, ne, dass dieser Sockel dann, ja, abklappbar ist. Das bedeutet, wir gehen jetzt unten auf Tauschstation ein wenig und schauen uns jetzt an, wie wir dieses System hier abkriegen. Ihr geht rechts und links mit den Fingern dran, bewegt diesen Sockel hier vorne nach unten, ne, nach unten und gleichzeitig nach vorne. Das heißt nach unten, nach vorne, und schon bekommen wir dieses Freundchen hier auf. Ihr seht hier, ein bisschen Rost hat sich hier angesammelt, aber jetzt haben wir hier auch Zugang zu unserem Flusensieb. Das Flusensieb, die Fusselfalle, wie ihr es auch nennen wollt, befindet sich hier am rechten vorderen unteren Bereich der Maschine, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir einen Griff, den wir nach links drehen können, um... Erschreckt euch nicht, wenn die Waschmaschine jetzt nicht voll Wasser steht, kommen da nicht literweise raus, aber ein paar Milliliter kommen da schon raus, weil dort halt immer ein bisschen Wasser drin steht. Dazu zum Beispiel ein Tuch nehmen, dieses davor positionieren, damit es zu keiner größeren Sauerei kommt. Ihr könnt auch den Sockel hier wegtun und so dann hier ein Tuch davor legen. Und jetzt können wir hier nämlich dran drehen. Und ihr seht, guckt, da kommt Wasser rausgelaufen, was aber ganz normal ist. Ihr könnt auch im Notfall, wenn hier die Tür nicht aufgehen sollte etc., aber das Wasser drinne steht, könnt ihr auch hier das Wasser ablaufen lassen. Denn hier ist auch ein direkter Zugang zum Waschraum selber gegeben, wo ihr dann das Wasser ablaufen lassen könnt, wie ihr seht. So, und da kommt ja schon so ein halber Liter, wird da schon drinne sein, ne? Da, aber ihr seht hier, ne, es wird schon weniger. So, und dann können wir das Teil hier entnehmen und haben dann hier, das ist das Auffangfreundchen unseres Fusselsiebes. Und hier befinden sich meistens dann Rückstände, wie hier Aluminiumbällchen, andere Sachen. Und dann hier in diesem Bereich, hier drinnen, befindet sich dann auch der Pumpkörper, den wir reinigen können. Das heißt, hier können wir schön reingehen, eine Reinigung in diesem Bereich stattfinden lassen. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für unser Sieb selber. Mal schön abwischen alles. So, wenn die Reinigung hier stattgefunden hat, können wir dann wieder zur Montage übergehen. Es ist auch ratsam, an diesen Gummidichtungen hier immer etwas Silikonfett zu benutzen. Dieses lässt nämlich dann die Gummidichtung schön geschmeidig bleiben. Jetzt, um das wieder reinzuschieben, ist es ganz wichtig, dass wir es so reinpacken, dass es leichtgängig ist und nicht schief reinmachen. Weil wenn ihr schief reinmacht, dann müsst ihr davon ausgehen, dass es nicht mehr ganz abdichtet und undicht wird. Das wollen wir ja nicht. Das heißt also, gerade reinschieben, dann drehen, bis es nicht mehr weitergeht. Zack. Und dann hört man, ne, ich drehe jetzt, zack. Und da ist ein Widerstand da, der uns dann auch mitteilt, Digga, das reicht jetzt. Nicht über diesen Widerstand hinaus bewegen, weil sonst geht dort ein Defekt einher. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt haben wir also das schöne Sieb da unten gereinigt. Jetzt können wir hier mit unserem Freundchen wieder ankommen. Das kommt jetzt hier unten in die Nasen rein. Wir klappen es nach oben und drücken es wieder
in die Verknüpfungen hinein. So, damit haben wir hier unseren Job erledigt und unserer Maschine sollte es wieder besser gehen und wir können wieder neuen Waschabenteuern entgegenfiebern. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!